zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal die Anhänger Fimo-Sterne, die ich ja mal euch in einem Video gezeigt hatte, wollte ich jetzt mal mit euch zusammen machen. Und ihr seht das hier auch schon, ich habe hier einmal so Fimo-Knete, ne, so ofenhärtende Knete. Und ihr seht auch, ich habe hier zwei verschiedene Packungen, einmal Natural und dann einmal Pastell. Und ja, da steht auch alles bei. Da ist auch noch eine Beschreibung noch von innen drin. Ich habe hier jetzt mal alles ausgepackt. So könnt ihr das dann nochmal besser sehen, die Farben. Und ja, da werde ich mir dann ein paar Farben gleich raussuchen. Und ich habe da auch noch solche, ja, Anhängerteile. Und die sehen so aus. Die schraubt man da dann rein. Und dann habe ich da noch so Dotting-Tools, aber das zeige ich euch dann. Und hier seht ihr mal die Sterne, was ich vorhin sagte. Die möchte ich mit euch in diesem Video, ja, mit euch zusammen machen. Und ja, ich würde sagen, ich fange dann auch an, ne? Und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bevor ich anfange, zeige ich euch hier nochmal zwei andere Packungen. Die habe ich mal von Action mir gekauft, DecoChime. Und falls ihr dazu mal ein Video sehen wollt, dann schreibt mir das gern in die Kommentare. Dann werde ich auch mal diese ofenhärtende Knete ausprobieren. Ja, könnt ihr mir ja gern mal in die Kommentare schreiben. Genau, mehr wollte ich auch gar nicht. Ich würde sagen, ich werde dann jetzt mal anfangen. So, ich zeige euch hier nochmal die Farben, die ich verwenden werde. Ich denke, ja, ich werde vielleicht so ein helles nehmen. Da werde ich dann mal schauen. Und nicht wundern, ich habe das Video so extra ohne Ton aufgenommen und synchronisiere das jetzt gerade so drunter. Und ja, hier zeige ich euch nochmal den Dotting Tool. Einmal so eine dünne und etwas dickere Seite. Und diese Dinger, ich weiß jetzt gar nicht, Panda Hall Elite, Elite oder irgendwas heißen die Dinger. Ich weiß es nicht. Das sind diese Ösen. Ich nenne sie jetzt einfach mal, ja, so Schraubösen, ne, wo man dann später, ja, so Anhänger dran machen kann. Und ich nehme hier einmal die 405, wie ihr sehen könnt, 017B2. Dann werde ich das Ganze auspacken. Ihr seht das ja hier auch. Muss ich da auch ja nicht extra noch sagen. Ihr seht das ja, was ich da mache und dass ich das Ganze jetzt einfach mal auspacke. Dann habe ich dort einfach so ein, ja, ein Messer, schneide mir dort einfach ein kleines Stück ab. Ich weiß jetzt noch nicht, wie groß ich das machen möchte. Man kann es ja auch so machen, wie man möchte, wie dick, wie dünn man das haben möchte. Ich mag das lieber, wenn es ein bisschen dicker ist und nicht zu klein. Ja, einfach, ja, ich mache es einfach so nach Gefühl. Und das Ganze knete ich dann erstmal weich. Ihr seht das, ne? Weil es noch ziemlich fest ist. Ich habe mir hier jetzt auch einen, ja, Einmalhandschuh angezogen, weil ja manchmal kommt das dann doch, dass da leicht Fusseln oder so dran kommen. Aber da werde ich euch gleich mal einen Trick 17 zeigen. Und zwar seht ihr das gleich. Denn ich habe hier einmal ein Wattestäbchen. Und da habe ich einfach ein bisschen Nagellackentferner drauf gemacht. Und ja, ich habe mir jetzt auch schon einen zweiten Handschuh angezogen. Und ja, mit dieses Nagellackentferner kann man dann eben halt so ein bisschen, ja, die Fusseln, die da dann dran kleben bleiben an dem Fimo, bisschen abmachen. So, jetzt bringe ich das Ganze schon mal hier in Form, wie ihr sehen könnt, und versuche dann hier die Sterne, also ja, diese Spitzen zu machen. Die sollten aber nicht zu spitz sein. Bisschen abgerundet, die Spitzen von den Sternen. Und ja, ich mache so 5, wie ihr sehen könnt. Und ja, es sollte auch ein Kawaii-Stern sein. Darum möchte ich das auch nicht so spitz machen. Und dann nehme ich einfach mein Dotting-Tool, wie ihr seht. Bring das Ganze dann auch nochmal so in Form. Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ihr seht das ja auch so, ne, wie ich das mache. Weil es ein bisschen kompliziert, das so zu erklären, wie ich das da jetzt so mache. Und ja, einfach so in Form bringen. Man sieht das ja auch. So schwer ist es auch gar nicht. So, ich schaue dann noch einfach mal nach, ob mir das soweit gefällt. Dann nehme ich hier wieder mein
Wattestäbchen mit Nagellackentferner und versuche ein bisschen die Fusseln abzumachen. Aber die sieht man nachher eh nicht mehr, weil ich dann einfach so ein Pigment oder auch Lidschatten, das geht auch, verwende, um das Ganze dann ja so ein bisschen einzupudern, damit das dann so einen schimmerigen Glanzeffekt hat. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich da jetzt mache. Okay, ich schaue noch mal nach, ob mir das so gefällt. Und ja, dann muss man ja auch schauen, welche Seite man haben möchte. Und ja, ich lasse diesen Stern so. Mache hier noch ein bisschen, ja, die Fusseln ab. Und dann werde ich euch gleich zeigen, wie man mit Lidschatten oder aber auch Pigmentpulver das Ganze so ein bisschen, bevor man das backen tut, so leicht einfärbt, sodass es so einen leicht metallischen Glanz bekommt. Und hier seht ihr auch schon meine Lidschattenpalette. Da nehme ich einfach die Farbe Skyline, gehe einfach so mit meinem Finger da rein. Seht ihr auch? Das passt ja auch zu der Farbe, zu der Fimo-Farbe. So, und dann gehe ich da einfach so ein bisschen drüber. Und dann seht ihr das ja auch gleich schon. Ich werde euch das natürlich gleich ein bisschen genauer zeigen. Ist ein bisschen schwierig, das so zu filmen. Aber ich nehme hier noch eine zweite Farbe, Big City. Gehe dort nochmal so rein mit dem Finger. Aber da gibt es auch bestimmt solche Pigmente zu kaufen oder so, ne? Falls man das auch mal so nachmachen möchte, da kann man ja mal schauen. Da werdet ihr bestimmt irgendwas finden. So schaut das Ganze dann aus. Richtig toll, oder? Man muss es ja nicht so machen. Aber ich fand das richtig toll und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ja, und das werde ich dann gleich von allen Seiten machen. So, jetzt kommen diese, ja, ich nenne sie jetzt einfach, ja, Schraubösen. Da nehme ich mir dann einfach ein und zeige euch das hier auch nochmal. Ne? So klein sind die Dinger. Und ja, ich habe hier einfach ein Patex-Kleber verwendet, wo ich das Ganze dann so ein bisschen, ja, die Schrauböse kurz eintauche. Zeige ich euch mal. Man kann das natürlich auch wohl hinterher irgendwie in die Fimo-Anhänger reinschrauben, nach dem Backen. Ich weiß es nicht, habe es noch nicht so ausprobiert. Ich mache das immer so. Ja, jetzt sieht man das leider nicht. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Na, einfach kurz da rein, die Öse, ne? Man sieht da ja auch, dass da ein bisschen Kleber dran gekommen ist. So, nun stecke ich das dort einfach so rein. Und drück das so ein bisschen rein. Oben schaut dann immer noch so ein bisschen Kleberreste. Das kann man dann ja so ein bisschen abstreichen nachhinein. So, dann nehme ich hier mein Dotting-Tool und versuche jetzt diese Kawaii-Augen reinzumachen. Das zeige ich euch auch. Und zwar muss ich ja auch gucken, dass ihr das auch genau sehen könnt. So. Genau, dass das schön gerade ist. Ich mache das erst mit der kleinen Seite und dann nehme ich die andere Seite. Und dann drücke ich das so ein bisschen tiefer rein. Seht ihr? Schon sind die Kawaii-Augen fertig. Aber ich werde gleich noch schwarzes Fimo nehmen für die Augen. Ich habe hier erstmal noch so einen Blush, wie ihr seht, weil ich möchte auch noch so Wangen machen. Das mache ich dann einfach, ja, mit dem Blush. Tupfe da so ein bisschen mit dem Pinsel rein und mache das dann einfach ganz leicht unterm Auge bei dem Stern, dass das so ein bisschen, ja, so eine Wangenröte hat, sage ich mal. Und das mache ich dann auf der anderen Seite dann auch. Ihr seht, ich habe da auch schon so einen kleinen Mund eingezeichnet sozusagen mit dem Dotting-Tool. Das mache ich dann aber gleich mit der schwarzen Fimo-Knete. Man kann das auch aufmalen nachhinein. Aber ich mache das dann immer mit der Fimo-Knete. Aber das seht ihr dann gleich auch. So, die Wangen habe ich dann jetzt auch soweit fertig. Man muss nur aufpassen, dass das nicht verschmiert.
Ich habe auch schon einen zweiten Stern gemacht, wie ihr sehen könnt. So schaut das dann aus. Mega toll, oder? Ja, ich habe hier jetzt die schwarze Fimo-Knete. Die muss ich dann auch erstmal weich kneten, wie ihr seht. Da mache ich dann gleich so ganz kleine Mini, ja, Kügelchen für die Augen. So, ich schneide mir dann ein kleines Stück ab, denn so viel brauche ich nicht. Und ja, roll das so ein bisschen aus. Ihr seht das ja auch, ne, wie ich das dann mache. Ich weiß auch nicht, ob ich dann die ganze Zeit das jetzt so im Video erkläre und erzähle oder ob ich dann ab und zu mal ein bisschen Musik unterspielen werde. Das werde ich dann nachhinein schauen. So, ich habe hier zwei Augenkügelchen gemacht. Ich habe das da ja mit dem Dotting-Tool eingedrückt. Und nun nehme ich das einfach mit dem Dotting-Tool auf und gebe das dort einfach rein. Das hat dann auch einen guten Halt. Natürlich ein bisschen fester andrücken gleich. Ne, wie ihr seht, dass das ein bisschen fest ist und nicht rausfällt. Beim Backen wird das dann auch fest. Bei dem anderen habe ich das jetzt auch schon gemacht. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Ihr habt das ja gerade gesehen gehabt. Und jetzt werde ich noch, ja, den Mund machen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hatte das sonst immer, dass das ziemlich dick war, der Mund. Aber ich mag das eher lieber, wenn das ein bisschen dünner ist. So richtig fein dünn. Ne? Das kann man ja auch so machen, wie man das mag. Zu dünn mag ich jetzt auch nicht. Aber das seht ihr gleich auch. So. Und dann noch mal ein bisschen ausrollen. Ich schaue jetzt gerade mal, ob mir das so gefällt, ob das vielleicht zu lang ist. Dann kann man ja immer noch ein bisschen, ja, so ein kleines Stück abschneiden. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber ja, so mit kleinen Dingen muss man auch ruhig bleiben. Und ja, jetzt lege ich das dort einfach drauf, wie ihr sehen könnt. Und dann bringe ich das Ganze in Form, weil so schaut der Stern ja ein bisschen traurig, wütend. Soll ja ein bisschen lächeln. Ja. Das kann man dann so ein bisschen in Form bringen. Jetzt lächelt der Stern und schaut mal, wie süß. Ja, ich bin zufrieden. Mir gefällt das. Bei dem anderen Stern werde ich das jetzt auch noch machen, wie ihr sehen könnt. Auch wieder so ein kleines Stück und fertig sind dann meine Sterne. Das Ganze kommt dann im Backofen. Ich blende euch das dann hier auch gleich nochmal ein. Na, für wie lange und wie viel Grad und so. Das werde ich euch dann alles noch extra einblenden, wenn ich irgendwie was vergessen habe oder so irgendwo an der Seite. Ja, fertig sind dann meine Kawaii-Sterne. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch noch zwei andere gemacht, also insgesamt vier, wie ihr seht. Und ja, ich werde euch gleich auch noch ein paar andere zeigen, die ich noch gemacht hatte. Das seht ihr dann gleich auch noch mal. Und ja, man kann ja unterschiedliche machen in verschiedenen Farben. Und ich fand dieses helle Gelb auch sehr toll. Und hier seht ihr auch schon meine anderen, die ich gemacht habe. Und ihr seht, ich habe die auch mit Klarlack lackiert und auch mit Glitzernagellack. Na, dass da so ein bisschen Glitzer noch mit durch ist. Aber das zeige ich euch dann gleich auch noch mal eben kurz, wie ich das gemacht habe. So schwer ist es ja nicht. Und ja, ich habe einfach so einen Klarlack verwendet für Fimo, damit das Ganze noch mal besser geschützt ist. Und zwar so einen matten. Das habe ich jetzt von Action. Und dann gibt es auch einmal so ein Gloss. Das ist einfach so ein Klarlack. Da macht man drei Schichten dran drauf und lässt das Ganze dann gut durchtrocknen. Und dann habe ich danach nochmal so ein Glitzer-Nagellack draufgegeben. Na, oder man kann auch noch so ein Aufhellungsnagellack draufgeben. Dann ist das Ganze nochmal ein bisschen besser geschützt. Und ja, ich werde das dann einfach machen. Ob ich das jetzt mitfilme und euch das jetzt zeige, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich auch nicht schwer, irgendwie sowas jetzt zu lackieren. Aber ich denke, ich zeige euch das einfach mal kurz. Ihr seht das schon hier im Video. Fange ich schon an damit zu lackieren. Und
Bei den Wangen muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht so verschmiert. Na, weil, wie gesagt, ist ja eben halt Blush und Lidschatten. Bei den gelben Sternen sieht man das jetzt nicht so doll, aber da habe ich auch so einen ähnlichen Lidschatten verwendet, damit das auch so einen leichten metallischen Schimmereffekt hat. Ja, dann habe ich hier diesen orangenen Stern, wo ich das jetzt auch mit Klarlack nochmal einmal drüber gehe. Und wie gesagt, das Ganze dann gut durchtrocknen. Ich glaube, 2 Stunden muss das trocknen. Jeweils eine Schicht, also insgesamt 3 Schichten dann. Eine Schicht dann 2 Stunden durchtrocknen, bevor man die nächste Schicht drauf macht. Ja, und wenn das Ganze dann soweit fertig ist, habe ich hier noch, wie gesagt, so einen Glitzernagellack verwendet. Wie ihr seht, kann man weglassen, muss man nicht, aber ich wollte das so ein bisschen, dass das glitzert. Und ja, mehr ist das eigentlich auch gar nicht. Na, ist ja nicht so schwer. Natürlich dann von allen Seiten und so habe ich das dann gemacht. Ja, und fertig sind dann meine Kawaii-Sterne. Ja, und jetzt kann man da so Anhänger dran machen. Ne? Die Sterne sind jetzt fertig. Und ich habe hier so Handy-Anhänger mit Karabinerhaken, so kleine. Und ja, da habe ich mir dann so passend die Farbe rausgesucht. Ne? Rosa für rosa. Und ich habe auch noch so andere Anhänger, die man da dann dran machen kann. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe hier auch noch sowas hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man die Dinger nennt. Ich kenne die immer von Tamagotchi. Die hatten ja auch immer sowas. Ja, und fertig ist dann das Ganze. Man kann das dann auch schön noch so in Tütchen verpacken, wenn man sowas mal verschenken möchte oder so. Ja, und fertig ist dann auch das Video. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, das war's dann auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!